Ja, moin, moin, hallo und grüße Gott und weiß der Geier, was nicht alles, ja. Es ist jetzt, glaube ich, der fünfte Versuch für die Mittwochsfolge. So blöd wie es klingt. Aber mein Rechner hat mich jetzt die letzten 20 Minuten nicht wirklich gemocht. Ja, never touch a running system, sage ich da nur. Ich sage jetzt nichts dazu. Ja, und auch von mir herzliches Willkommen zur Mittwochsfolge. Ich höre mal am Mittwoch auf der 3.5. Genau, so. Also wir haben jetzt gerade festgestellt, dass das Wasserfass, was wir hier dran haben, dass das vielleicht ein bisschen dezent Schrott ist. Das heißt, er muss es einmal verkaufen, dann kaufen wir es neu. Und dann versuchen wir es nochmal. Und wenn es dann auch nicht geht, müssen wir ein großes Fass nehmen. Weil das haben wir schon, das steht schon beim Händler. Ja, du hast mich hier so eingeparkt. Da kommst du raus. Nee, komm ich nicht. Warte, ich setz. Du kannst es auch selber zurücksetzen. Du musst nur vor aus dem Trecker aussteigen. Verkauf doch das Ding direkt. Scheiß drauf. Okay. Ja, soll ich kauf's dann gleich wieder neu und du probierst es nochmal? Ja, probieren wir mal. So. Ach ja. Steht beim Händler. Kannst du dir da abholen? Ja, so lange haben wir noch nie für eine Aufnahmesession gebraucht wie heute. Nee, war heute ist echt ein Graus. Livestream, der war okay. Und nach dem Livestream ging es los. Ja, mein Rechner wollte mich nicht mehr, da ließ mich dann erst nicht ins Spiel. Dann ging, nee, erst ging das Fass nicht, dann ging das Spiel nicht bei mir. Dann ging nee, meine Tasten nicht, dann ging das Spiel nicht. Und dann habe ich mich nur aufgeregt. Jetzt arbeiten wir hier mal kurz nach. Hallo Zug. Thomas, denkst du dran, ein paar Bilder zu machen zwischendrin? Ja. Müssen wir dann noch für die restlichen Folgen die Bilder nacharbeiten? Ja, für die Folgen, die wir schon aufgenommen haben, habe ich die Bilder schon gemacht. Aber du solltest auch welche machen zwischendrin für die nächsten. Einfach mal so kreuz und quer ein paar Bilder geschossen. Wenn du jetzt bei einer Produktion ablädst oder so. Weil wir haben ja, wie gesagt, die neuen Produktionen endlich drauf. Ich hoffe, ihr freut euch darüber. Und vor allem, wir haben ja von dem lieben Modder ein kleines Geschenk gekriegt. Die sind ja alle schon vorgefüllt. Ha. Nochmal? Es geht. Also, geht's mit dem neuen Fass jetzt? Ja. Kriegst du Gülle raus und kein Wasser? Richtig. Und dann hat sich das Fass verschluckt einmal gehabt. Dann mussten wir das neu kaufen. Kann man mitleben. Auch wenn es ärgerlich ist. Aber es gibt deutlich schlimmere. Genau, eine etwas angeseierte Jenny zum Beispiel. Eine was? Ein bisschen angeseierte Jenny. Ja. Das kann so viele Gründe haben, warum das nicht funktioniert hat. Angefangen von, es hat sich nur verschluckt, dass da in der Datei irgendwas verrutscht ist. Es kann sein, dass dadurch, dass ich zwischendurch beim Mapwechsel vergessen habe, Shader Cache und Logs zu löschen, dass da was schief gegangen ist. Ja, da steckt so viel dahinter. Kann man den Silo hier wegplatzieren oder steht er da, weil er da steht? Welches Silo? Ich muss mich mal kurz umdrehen. Weil der Triggerpunkt ist so scheiße gemacht, ich komme da nicht dran.
Du musst so reinfahren, wie ich es dir vorhin gezeigt habe. Und nein, das Ding kann ich nicht wegfahren, weil das ist nämlich das Tamenta-Silo. Da müssen wir auf den Modder hoffen, dass er da vielleicht mal noch eine Änderung hinbaut. Also, lieber Mutter, wenn du das liest, hörst oder wenn du die Nachrichten kriegst, bitte, 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 bitte. Versetz doch einfach diese Güllefass oder den Gülleträger von den Kühen ein Stückchen Richtung Mitte. Ja, wäre zumindest ganz toll. Dann kann man da ein bisschen besser arbeiten. Ja, und falls ihr euch wundert, was das da auch beim Thomas war, so ein komisches grüner blinkender Punkt, nee, hat er nicht drauf. Wenn er die Minimap aufmacht, dann sieht er da so einen grün blinkenden Punkt. Das ist noch immer unsere Missionsaufgabe mit Baumwolle. Die drei Stück, die wir da haben. Wo er mich für erschlagen könnte, vermutlich. Oder? Nochmal. Ja. Und bevor ihr motzt, ich mache die Zeit ja schon schneller. Gleich ist es mal wieder soweit. Du kommst nicht an die Gülle ran, muss ich dir den Trecker da hinten wieder reinsetzen? Ich krieg ihn da. Dann krieg ich ihn da wieder nie wieder raus. Oh, wir tauschen die Fahrzeuge. Du, häng den Hänger bitte ab, weil der Triggerpunkt ist vorne an der Deichsel. Von dem Fass. Das. Ich schmeiß gleich alles. Jetzt. Stopp. Stück vorwärts. Stopp. Jetzt sollte es klappen. Nö. Dann setz noch mal ein Stück rückwärts. Nach links eingeschlagen. Und warum hast du schon wieder Wasser drin? Du hast doch gerade gesagt, es geht Gülle rein. Ja, da war auch Gülle drin. Lässt du mich bitte an das Fass? Was machst du mit dem Ding? Da war gerade eben Gülle drin. 16%. 16% Gülle? Ja. Könntest du den Knopf bitte drücken? Das habe ich aber schon mal gehabt, dass ich die ganze Ladung Gülle hier aus Versehen verhökert habe. Die war verschwunden. Liegt das an dem Fass? Wir versuchen es nochmal. Ist überhaupt noch Gülle drin? Nö. Dann wirst du wohl mit 7300 Litern vorlieb nehmen müssen.
Aber bei 10.000 Liter, es tut mir ja leid. Kann das sein, dass uns heute dieses Fass noch zum Hals raushängt? Könntest du... Ich hole kurz das andere Fass und versuch's nochmal. Ja, irgendwie ist heute der Wurm drin, kann das sein? Oh lala, was ist denn da so laut? Ach, es regnet, ich kann gar nicht mehr dreschen. Haben wir völlig das Wetter aus den Augen verloren gehabt? Aber egal, es gibt noch genug zu tun. Schrei doch nicht so. Schrei doch nicht. Nein. Nein. Überhaupt nicht. Du beschwerst dich sonst immer, dass ich zu leise bin. Tja, ja, was macht denn ihr so Schönes beim Regen auf der Karte? Wahrscheinlich Blumen zählen. Blumen zählen, machst du das auch? Es ist viel zu dunkel, es soll hell werden. Du hast doch gefragt, warum die Kiste nicht funktioniert, die ich dir gekauft habe, für die Eier. Ja. Du sollst ja auch auf den Träger stellen und nicht daneben. Die steht außerhalb vom Träger. Wo sollen die Sonnenblumen hier? Von dem komischen Feld 18. Ins Lager. Das kleine Joskin-Fass kommt mir so mickrig vor. Da kann ich wieder Pille aufnehmen. Fragt sich nur, wie lange. Du weißt, dass der Drescher noch voll ist und dass ich noch nicht fertig war? Aber der Hänger ist voll. Du Knalltüte. Okay, Entschuldigung. Da gibt's doch ein Lied. Mann, wie heißt das? Man landet die Knalltüte. Ach, Ernte nicht bei Regen oder Hagel. Ja, ich hab's verstanden.
Aber ich glaube, ich kann die Zeit wieder normalisieren, oder? Ja. Ja, pfui, ist das ein Wetter. Das nenne ich Timing. Tja, wenn wir gleich nicht ernten können, dann müssen wir halt ganz fröhlich erstmal gucken, was wir sonst so tragen können, sprich unsere Felder bearbeiten. Oder Blumen zählen. Ja, du kannst gerne, du wolltest Gras mähen, glaube ich, nächste Folge, oder? War da nicht was? Ja, eigentlich war das so, ja. Ja gut, Gras mähen, das sollte ja gehen bei Regen. Soll ich dir dann ein Grasfeld für kaufen? Welches Grasfeld willst du denn kaufen? Die 3 oder die 30? Suchst du aus? Weil dann verkaufe ich oben. Haben wir schon wieder ein fertiges Feld, was wir abgeerntet haben? Das kann ich verkaufen. Ja, welches hättest du denn gerne? Was ist mit Wiese 1? Das weiß ich nicht, inwieweit die, weil die lassen sich ja nicht düngen. Das heißt, da ist der Ertrag immer der gleiche und zwar mies. Aber das können wir morgen besprechen, weil wir haben schon 18 Minuten rum angebracht. Ihr Lieben, wir sehen uns am Donnerstag. Macht's gut, bis dann. Willst du nicht Tschüss sagen? Ja, bis dann und Tschüss. Ciao.